Mir ist egal, zu wem du betest, an wen du glaubst, ob du in die Tora, den Koran oder die Bibel schaust. Erschaffe Frieden in deinem Herzen und deinem Wesen, gute Menschen sollten wir sein, egal zu wem wir beten. Man redet irgendwie von Stretchmarks und so weiter, ne? Auch als Mann, ne? Und wie oft sehen wir die online? Nie. Ich sehe jetzt schon einfach aus wie eine komplett andere Person. Jeder kann sich politisch engagieren. Was können wir tun, um eine neue politische Kultur zu etablieren? Ist Mark Zuckerberg ein Reptiloid? Das sind dann Fake News. Problematisch finde ich, wenn diese Fake News die öffentliche Meinung beeinflussen. Hört bitte auf, alles direkt zu glauben. HPV ist kein Tabuthema und wer HPV hat, der sollte sich dafür auch auf gar keinen Fall schämen. Ich wünsche mir für mich, ja, immer so positiv zu bleiben. Ich kam schon so oft die Welt und bin es auch seit MS noch und mit MS noch. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Sehr viel in der Tischlerei ist sehr modern, sehr digital. Mir ist es auch einfach wichtig, Frauen zu zeigen, hey, auch für dich ist das Handwerk was. So viel Freiheit, wie man jetzt hat, das gab's gar nicht. Jedenfalls, ich hab's noch nicht erlebt. Nice. Ein Glück, dass ich dich anlerne. Und das darf man nicht sagen. Ich würde immer fragen, warum sagst du das? Antisemitismus geht uns also alle etwas an. Sage und schreibe, 10% der globalen Treibhausausschüttung kommt aus der Modeindustrie. Ich war ein Paradebeispiel eben für den klassischen Fashion-Konsumenten. Ich habe gekauft und gekauft. Wann bist du denn hierher geflüchtet? So. Wow! Kann nicht der einzige Mensch sein, dem sowas passiert. Wenn wir alle drüber reden, dann kann sich auch was verändern.